Ich bin da hingegangen, habe gesagt, ich will einfach was lernen. Ich will lernen, wie ich mit gewissen Situationen, mit denen ich auch im Alltag, im beruflichen Alltag immer wieder konfrontiert werde und auf die ich immer wieder nach dem gleichen Schema X reagiere, wie kann ich mit solchen Situationen besser in Zukunft umgehen. Normalerweise ist es so, du kommst aus einer Reha nach Hause. In der Regel geht es am nächsten Tag wieder los mit der Arbeit. Bei mir hieß es eben, okay, wir beantragen eine berufliche Wiedereingliederung. Bedeutet, bei mir waren das dann eben 4 Wochen. Bedeutet, in den ersten 2 Wochen waren es, glaube ich, hatte ich 4 Stunden Arbeitszeit am Tag. In der Woche 3 und 4 waren es dann 6 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Und dann eben nach Ende der 4 Wochen geht es dann ganz normal weiter. Ich bin dienstags entlassen worden, war dann bis Ende der Woche noch krankgeschrieben und habe dann montags mit der 4-wöchigen Wiedereingliederung angefangen. In meinem alten Job. Und habe aber da relativ schnell schon gemerkt, nach den ersten Terminen, die ich mit Kollegen, mit meiner Chefin hatte, die Voraussetzungen für diesen Job sind eigentlich eher schlechter geworden, weil in der Zwischenzeit ja noch mehr Kollegen sich entschieden hatten, das Projekt wieder zu verlassen. Von meinen im März noch 8 bis 10 Testern waren noch 5 da. Der Rest hat entweder sogar das Unternehmen verlassen oder ist eben zurückgegangen in seine alte Tätigkeit. Und mir wurde relativ schnell klar, wenn du jetzt so weitermachst, bist du eigentlich relativ bald wieder da, wo du warst. Und dieses Jahr ich glaube im Oktober dann wieder so richtig angefangen zu arbeiten. Dann hatte ich im Januar 2020 war dann bei mir der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, wie willst du jetzt weitermachen? Du bist jetzt zwar seit über 12 Jahren in diesem Unternehmen, die Tätigkeit, die du jetzt die letzten 3 Jahre gemacht hast, sie hat mir auch einfach keinen Spaß mehr gemacht, aufgrund der ganzen Umstände. Okay, dann auf zu neuen Ufern, hatte mich beworben, hatte auch relativ schnell eine neue Stelle gefunden, die ich dann zum 1. Mai 2020 angetreten habe. Ein kleineres Unternehmen, bei mir auch in der Nähe. Für mich war auch wichtig, keine Reisetätigkeit mehr, weil ja kein Problem war mit einer Dienstreise, mal mit einem Messebesuch, aber dieses permanente 3 Tage die Woche irgendwo anders zu sein, das wollte ich einfach nicht mehr. Und hatte ich dann zum 1. Mai die neue Tätigkeit aufgenommen, habe aber zu der Zeit, krass, war ja gerade die Corona-Pandemie ja relativ groß. Jeder war im Homeoffice. Es war sehr schwierig, da anzufangen, weil kaum jemand im Büro war. Und ich habe eigentlich auch relativ schnell gemerkt, ja, dass die Tätigkeit nicht unbedingt die ist, wie ich sie mir vielleicht erwartet hatte und auch wie sie mir versprochen wurde. Habe gedacht, okay, komm, gib dir ein paar Monate, schaust dir einfach an, wie sich's entwickelt. Es war aber dann im Laufe der Monate kristallisierte sich auch für mich immer mehr raus. Die Tätigkeit füllt mich nicht aus, sie fordert mich nicht, sie war mir auch einfach zu. Es war ein Sekretariat, es war eher im Vertriebsbereich, wo ich auch akquirierend oder zumindest mal im Pre-Sales tätig sein sollte, was
eine Aufgabe ist, die auch meiner Persönlichkeit überhaupt nicht entspricht, mir auch nicht liegt, wo ich auch keinen Spaß dran habe. Und da war dann eben Ende 2020 für mich der Punkt, okay, ja, du bist jetzt zwar erst ein Dreivierteljahr oder ein paar Monate in der Firma, aber eigentlich, du fühlst dich nicht wohl, es macht dir keinen Spaß. Schau einfach mal, was es gibt. Und habe eine Stellenanzeige gefunden, die mich interessiert hat, wo ich gesagt habe, das ist genau vom Profil her, vom Aufgabenbereich, das ist eigentlich genau das, wo ich Interesse dran habe, wo ich Spaß dran habe, habe mich beworben. Es hat auch direkt geklappt und bin dann jetzt seit 1. April 2021 in einem neuen Unternehmen wieder. Die Tätigkeit macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber auch ich habe jetzt für mich immer mehr gemerkt, auch jetzt im Laufe dieser letzten 2-3 Jahre, dass ja, ein Job ist nicht mehr alles. Ein Job muss Spaß machen, weil ich verbringe letztendlich 8 Stunden am Tag damit. Aber ein Job ist nichts mehr, was mich prägt, wo so mein ganzes Zielen und Streben hingehen, sondern ein Job ist ein Job, der muss mir Spaß machen. Ich muss in der Tätigkeit einen Sinn sehen. Das ist also auch wieder Kern von Selbstreflexion. Ne? Also ganz einfach ausgedrückt, machen Sie um Himmels Willen, was Sie wollen. Wenn Sie etwas machen, was Sie nicht wollen, wird das immer Abrieb geben. Ne? Also, und natürlich sind wir nicht vollkommen frei, wir müssen auch bestimmte Kompromisse eingehen, aber was sie so schön beschreibt, diese Work-Life-Balance, also das ist sozusagen das Leben Sinngebung braucht, dass es also eine intrinsische Motivation braucht, wie wir das so nennen, also dass man das, was man macht, auch gerne macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal sind Menschen fehlgeleitet, da müssen wir sie unterstützen, eben zum Beispiel auch zur Teilhabehilfe animieren. Da könnte ich viele Beispiele aufzählen, aber wichtig ist, dass jemand unterstützt wird dabei, aktiv zu sein dafür, das zu tun, was er gerne macht und was er gut kann. Und das ist schon mal sehr viel wert. Ne? Und den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich schaue mich um. Ne? Wichtig ist, dass sie nachhaltiger unterwegs sind, wenn bestimmte Dinge im Inneren sich verändern, ne? Und dann im Äußeren. Manchmal ist es auch umgekehrt sinnvoll, aber die meisten Menschen profitieren langfristig davon, wenn sie eine bestimmte Haltung und Muster verändern und dann merken, okay, das geht in diesem Zusammenhang nicht gut und nicht auf lange Sicht. Ich suche mir Umstände als, ne, Organismus, Umweltsystem, die wir alle sind, wo ich besser reinpasse. Ne? Also ganz grob ausgedrückt. Wenn ich jetzt eine Horde Seelöwen da habe, lang wie breit, werde ich mit denen nicht auf den Schwebebalken als erstes gehen, sondern da gehen wir ins Wasser und machen da Gymnastik. Ne? Sowas zum Beispiel. Oder wenn sie ja, halt dann Gazellen haben, dann gehen sie jetzt nicht unbedingt gleich an die Kräftigungsbank oder so. Ne? Also so, dass man ja das Recht hat zu sagen, ich muss mir auch die für mich passende Umgebung suchen und dazu ermutigen wir auch. Ne? Aber wichtig ist, nachhaltiger sind innere Veränderungen, ne? Dass man sagt, okay, ich habe verstanden ungefähr, wie ich funktioniere, ich habe eine Idee davon, was meine richtige Umgebung ist und ich kämpfe darum, dass ich da hinkomme, wo ich auch richtig reinpasse und wo ich das machen kann, was ich gut kann, was mir Spaß macht. Und dann bleibe ich gesund. Habe ich wirklich gelernt, gewisse Sachen vielleicht dann auch einfach nicht an mich ranzulassen. Also nicht, es geht nicht immer um mich als Person, sondern der andere hat sich jetzt eben gerade, der hat sich über was ganz anderes geärgert und in dem Moment bin ich da und bekomme jetzt eine Wut ab. Das habe ich gelernt, also wirklich gewisse Sachen nicht so an mich ranzulassen, sondern eher so von außen zu betrachten. Was ich ganz extrem merke,
Ich hatte so eine Angewohnheit, wenn auch im Job, wenn irgendjemand ein Problem hatte, das mit mir, mit meiner Tätigkeit gar nichts zu tun hatte, ich habe es versucht zu lösen. Ich habe das Problem dann noch zu meinem eigenen gemacht und habe dann überlegt, ja, wie kann ich dem jetzt helfen, wie kann ich das Problem jetzt lösen. Parallel dazu waren ja meine eigenen Themen da, also oft habe ich mich dann mengenmäßig total überfordert. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, ich will einfach was lernen. Ich will lernen, wie ich mit gewissen Situationen, mit denen ich auch im Alltag, im beruflichen Alltag immer wieder konfrontiert werde und auf die ich immer wieder nach dem gleichen Schema X reagiere, wie kann ich mit solchen Situationen besser in Zukunft umgehen. Und das gelingt mal mehr, mal weniger. Auch heute jetzt mit 2 Jahren Abstand. Es gibt Tage, da sage ich, was juckt es die deutsche Eiche, wenn sich ein Wildschwein an ihr kratzt? Und dann gibt es Tage, da kommt eine Bemerkung und ich bin wieder sofort angetriggert und bin auf 180. Also das ist nur, ich bin mittlerweile eben in der Situation und ich glaube, dazu hat auch die ganze Zeit, auch meine berufliche Auszeit von diesen vielen Monaten inklusive Reha, also das hat dazu geführt, dass ich es jetzt erkennen kann, dass ich jetzt eher reflektiere, was passiert mir gerade und nicht einfach lospoldere oder nicht einfach aus dem Raum renne und die Tür hinter mir zuknalle und nicht mehr reden will. Ja, das sind eigentlich philosophische Grundsatzfragen, um die es da geht. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir versuchen in unseren Angeboten nach dem Minimax-Prinzip zu arbeiten, also minimale Intervention mit maximalem Effekt. Ich hatte als junger Assistenzarzt, stehen Sie natürlich in der Nahrungsmittelhierarchie ganz unten und kriegen den Druck komplett ab. Und ich habe zu der damaligen Zeit sehr intensiv einen bestimmten Kampfsport gemacht, wo man eben gelernt hat, nach unten zu gehen. Also nicht nach oben zu gehen, wenn sie angegriffen werden, sondern nach unten zu gehen. Und nach einem sehr intensiven Trainingswochenende kam mein damaliger Chef durch die Tür gestürmt, hat mir eine Akte auf den Tisch geknallt, gesagt, wie kann man nur und dies und das. Und ich war noch so in diesem Modus, dass ich gesagt habe, wie zu jedem Patienten, nehmen Sie doch Platz. Ich hatte einen Drehstuhl, der hat sich bewegt in dem Moment. Es war einfach die spontane Bewegung aus dem Wochenendtraining, ne? Der war völlig entgeistert, hat Luft abgelassen, sich auf diesen Stuhl gesetzt. Und ich habe gesagt, was kann ich für Sie tun? Ja, das war automatisch. Und das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich in meinem Berufsleben so attackiert worden bin. Irgendwie war es vorbei. Ja? Weil ich, das habe ich hinterher irgendwann gemerkt, nie mehr hochgegangen bin. Sondern das war so eine nachhaltige Erfahrung. Es hat sich herausgestellt, alles ließ sich klären, es war überhaupt nichts Schlimmes und so weiter und so weiter. Es gab aber so dieses, ja, es gibt manchmal so Vorgesetzte, die mögen das nicht, wenn andere auch denken und entscheiden können. Das war so ein bisschen ein Problem, ne? Und ich freue mich über Mitarbeiter, die denken und entscheiden, wunderbar. Das war ihm nicht so gegeben. Aber ich habe nicht mehr mit Hochgehen reagiert, sondern immer instinktiv. Oh, es gibt ein Problem. Schauen wir uns mal an. Also zur Sache und nicht zur Person. Der Konfliktpartner fängt an mit du. Ja? Und wenn Sie sofort darauf reagieren, ja, dann ist das, was sie beschrieben hat, Sie nehmen es zu persönlich. Ich bin sozusagen eher so im Prinzip der Weide. Hm? Da kommt der Sturm, man biegt sich, dann ist der Sturm weg und dann ist man wieder da. Die Eiche fällt irgendwann um, nachdem wie stark der Sturm ist. Also Durchlässigkeit. Und dann tatsächlich auch die Fähigkeit, Sache und Person zu trennen. Das ist ein guter Führungsstil, wenn man sowas anbietet. Das ist leider nicht häufig. Dann muss man als Betroffener versuchen, das zu sortieren. Geht es um mich oder geht es um irgendwas Drittes? Und wenn es um mich geht, okay, erstmal ganz runter, mal gucken. Das wird sich rausstellen, wer am Schluss steht, die Eiche oder die Weide. Und so eine Vermittlung, das versuchen wir über Qigong, Tai Chi, Yoga, das versuchen wir über Achtsamkeitsübungen, über Musiktherapie, Atemtechnik. Sowas kann man tatsächlich als einen kleinen Werkzeugkasten sich aneignen. Ne?
ohne dass man diese großen Fragen, die da auch drinstecken, Selbstwert, Sinngebung, so, das ist alles wichtig, aber erstmal braucht es sozusagen das genaue Analysieren, welches einfache Prinzip könnte man einsetzen, um dieses Muster, wenn ich angegriffen werde, gehe ich hoch, zu unterbrechen. Wenn ich nach unten gehen kann und sagen kann, okay, schauen wir doch erstmal, dann ist oft schon diese Verwicklung, dieses symmetrische Eskalieren runtergefahren. Es gelingt nicht immer, aber das wäre so in dem Fall so eine Überlegung nach dem Minimax-Prinzip. Was könnte ich denn mir angewöhnen, um diese für mich vielleicht verhängnisvolle Eskalation runterzufahren? Und wenn das stimmig ist, also wir nennen das Ich-Synton, wenn es zu einem passt, das muss man natürlich rausfinden, dann kann das sehr wirkungsvoll sein. Ich habe das als durchschlagend erlebt. Also ich möchte die nächsten Monate vielmehr das Thema angehen, mich aktiv um mich zu kümmern, aktiv mich wirklich auch mit den Sachen zu beschäftigen, die mich berühren, die mich bedrücken, die mich vielleicht auch hindern, glücklich zu sein, ist vielleicht übertrieben, aber die mich einfach daran, die mich so im Alltag behindern und vielleicht dann auch wieder bekümmern oder dazu führen, dass ich mich um Sachen sorge, um die ich mich eigentlich nicht sorgen muss. Also das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, die ich mitgenommen habe. Und was ich definitiv mitgenommen habe, es ist einfach ein immerwährendes Arbeiten an sich selbst. Every second, every day.